Herzlich willkommen, liebe Simulator-Freunde. Hoppla. Wir stehen in München mit unserem wunderschönen CRJ-700 von der Lufthansa, fliegen mit dem Lufthansa-Flug 1912 und unserem Rufzeichen Delta Lima Hotel Fort Tanko nach Olbia. Eine wunderbare Sache hier. Leider keine RTC online. Wir stehen an Gate 212 Alpha. Die Startbanden 26 Left ist immer noch gesperrt wegen Bauarbeiten, sodass wir Richtung Norden raus taxiieren müssen. Um dann Richtung Westen zu fliegen. Dann werden wir die Turbo 6 November Departure nehmen, auf 7000 Flight Level 70 steigen und dann die Alpen später überqueren. Hupala, jetzt ist mir das Fenster zugegangen. So, so sieht es aus. Und die Außentemperatur in München zurzeit 32 Grad Celsius. Ein warmer Sommertag. Dann fahren wir mal die Maschine hoch. Battery Master on. APU Start. Nav und Logo Lights on. Wir sind auf Unicom. Keine ATC online hier. Aber das stört uns nicht. Oh, wir müssen ganz schön Sprit mitnehmen. Das ist sehr schade. Da ist uns hat sich doch ein Fehler schon eingeschlichen. Ja, er hat den Punkt geplant. Dann planen wir das mal gerade schnell. Neu. Nein, wir machen das anders. Das ist doch blöd. Ne? Ja, es geht heute nach Olbia. Gerade reingucken, das Barcore LB. Ja, ist identisch die Route. So, 6055 Fuel. Enter. Passagiere, 70 Passagiere. Hundert Kilogramm Payload. Ja, so sieht's aus. Die Trimmung muss auf 8. Können wir gerade mal einstellen.
erstmal die Klimaanlage an. Chatwe reicht. Oder ob sie abreißt. So, die Chatwe ist connected, somit können die Passagiere schon mal boarden. Eine wunderbare Sache. Wir stehen am ETDM an 212 Alpha. Ist die 26R Turbo 6N Execute. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So sieht es aus. Wunderbar. Die Passagiere boarden. Wir leihen die NAV-Displays. Stop drin on. Das so. Show Dumper on. Dann. Schon mal an. Dann DC-Services von mir aus auch an. DC Online Auto Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Dann könnten wir eigentlich pushen gleich. Hab ich alles? Passt.
ganz. Na, ein Speed. Ja, das war jetzt ziemlich blöd. Performance. Set, maybe set all. Und dann. Performance, Path Init. Wir fliegen nach Flight Level 350. Execute Next Page, das ist mir wurscht. Und auf Setup, Transition Altitude ist 5000 Fuß, hops, zack, execute next page, das ist in Ordnung, das kann man auch so lassen. So, jetzt sind wir ready für Push and Start. Dann mal Platz. So, dann Jetway weg. Der Jetway kommt weg. Gerade, welcher Runway hier ja, ich sehe gerade Departure über die 8L 8L dann die Turbo 7 Quebec. Ja. Das ist sehr schade. Somit sieht unsere Abflugroute ein wenig anders aus. Wir starten von der 7 links. Hier rüber. Initial Client ist immer noch 7000 Fuß. Ja. Jetzt muss ich das aber im FMS auch wieder ändern. Set Flight Plan. What? Departures! 8L! Next Page! Turbs 7 Quebec execute, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Next Page. So lassen wir das. Wunderbar. Engine Traffic Information, Lufthansa Vortango at Stand 212 Alpha, push back and start up, facing north.
The cabin is secure. All passengers are aboard. Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and crew, welcome aboard this flight. We hope you enjoy flying with us. Before takeoff, we would like to encourage all passengers to watch our cabin crew display the safety features of the aircraft. Chester Griffin side, we are going to departing runway 3rd left on the Business 6 carriage in Russia. So, Triebwerk Nummer 2 fährt hoch. Schönes Wetter in München, herrlich. So, Das ist ein bisschen was los am Flughafen tatsächlich. So, Parking Brake. Set and Pushback. Electronic devices. We thank you for paying attention during this brief presentation. Triebwerk 1 fährt hoch. Und dann fahren wir Whiskey 2. November. Alpha 1. So, Triebwerk ist stabilized. Wunderbare Sache. Dann machen wir Taxi-Light an. München Traffic Information. Lufthansa Fortango. Taxiing via Whiskey 2, November 1. To holding point. Runway 08 left via Alpha 1. Hoppla. Bisschen die Bremse zugehabt. So, dann setzen wir schon mal die Klappen auf 8 Grad. Der Flughafen. Ist auf einer Höhe von 14.000 Fuß.
So, dann machen wir schon mal das an. Das an. Wunderbar. Moin! Zumindest der Erste, der was schreibt. Ich mache aber auch heute nur den einen Flug nach Olbia. Morgen muss ich auch arbeiten. Wunderbar. Dass man ein bisschen schneller bin. Ja, das macht ja nichts. Bei dem Wetter fliege ich lieber und setze ich im klimatisierten Cockpit ein. Stimmt, sogar der Info grad nix. Mal gucken. Das Headset ein bisschen lauter ist, falls da jemand was schreibt. So. Traffic. Take off. Runway. Ja. Was? Ich glaube, den Leuten ist zu warm zu fliegen hier.
Traffic information, unit catcher 2091 is pushing back at gate 210 Bravo. So, dann leinen wir mal ab. Lichter an, Strobe an. Engine Traffic Information, Lufthansa Vortango, line up, runway 08 left. So what? München Traffic Information, Lufthansa Vortango, takeoff 08 left. Ready nuts. One, rotate. Positive climb. Gear up. Über Grund, 1500 Fuß über Grund, klein. Welche Traffic, der haben einfach 024 pushing back, 09er fast. Da gibt es keine Restrictions. Also, dass ich maximal 230 fliegen darf, werden wir das auch tun. Dann klemmen wir hoch auf 35.000 Fuß direkt durch. Laps ab. Standard.
So, ich darf maximal 230 Knoten schnell sein hier. So, wir sind über 10.000 Fuß. Wir machen die Landelichter aus. Traffic Information München Catset 20901 is texting via Whiskey to Mike to Runway 08 left. Auf 250 Knoten. München Traffic, Lufthansa 1-8, Taxi, Hold, via Whiskey 2, Alpha 9, Mike and Alpha 3 to Holding Point, Runway 08 left. So, wir haben hier noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 250 Knoten. Bis zum nächsten Wegpunkt, das ist Laco, dann können wir beschreiben. Regular Information Munich, German Air Force 024 taxing, holding point 08 left, via Sierra Whiskey Bond, November. Ja. Vielleicht auch ein bisschen leise im Vergleich zum Funk, sehe ich gerade. Funk ein bisschen noch runter. Giftet schon Sandwiches. So, jetzt dürfen wir beschleunigen.
traffic information, Captain 0901, taxiing to holding point Alpha 4, runway 08 left. Ground information, which Captain 2091 is departing from runway 08 left in North Direction. Oh, ich bin doch noch ein paar Spiegler unterwegs. Oh, ich glaube, die Anschnallfeuer machen wir jetzt aus. Ach, das mit dem Halten, das ein bisschen häufiger wird.
So, da haben wir unsere Reiseflughöhe erreicht. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Schub weg. Dann vielleicht noch 85%.
gewisse Turbulenzen da.
Ich arbeite im Krankenhaus. Als kranker Pfleger. Hätte heute sollen die DC-6 rauskommen von PMDG. Bis jetzt auch noch nicht. Was? Ja, Klappenpfleger. Krankenpfleger, im Moment auf einer Herz-Thorax-DMC. Also auf so einer Überwachungsstation. Die PlayStation 5 krieg ich ja nicht. Das regt mich auch auf. Ich hoffe mal wieder Bock. Schwieriges Thema. Muss ich weiterfliegen. So, 30 Minuten noch Flugzeit ungefähr. Der Wind 90 in 12, 5. Viel less. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Das funktioniert auch nicht, aber ne? Schauen wir uns mal so kurz auf. Ja, das macht man jetzt.
willkommen hier. Über die Bahnhof 1 Quebec Arrival rein, Flight Level 90, dann auf 6000 Flugler kann es sinken. Das wollen wir bei Kimi erreichen. Und dann rechts einzudrehen Richtung 05, dass wir dann LS Approach Kimi sinken wir auf 1800 Fuß. Und dann läuft das wunderbar. Eine Sache. So. So. Genau. Bei Ukimi hätte ich gern Flight Level 60. Enough. Next page. Next page. Jetzt kommt. Zero Park. So, LS 05 ist 109,9, das stimmt. Ja, so machen wir das. Haben wir noch ein gutes Stück hochfliegen.
Das war an sich von Elba zu sehen.
Oh, wir kommen, wir nähern unserem Top of Descent, 28 nautische Meilen. Das gucke ich mir später an hier. So, was hatte ich gesagt? Wir gehen runter auf 6000. Elevation ist bei 40 Fuß, das müssen wir ihm noch beibringen.
Feststeiner Gleitpfad von 3,5 Grad an einem Anflug. Dadurch, dass wir über Berge anfliegen müssen. Die Geschwindigkeit rauskriegen, am nächsten Wegpunkt dürfen wir nur 230 Knoten haben. Vermutlich durch diese Wizz Air Maschine auch hier anfliegt.
jetzt auf 19.000 Fuß, die ist rechts von uns. Wenn wir 230 Knoten, dann können wir die ersten drei Klappenstufen fahren. Wir müssen nämlich der Flughafen ist jetzt rechts hinter uns schon. Thank you.
So, landet sich da an. Dann senden wir runter auf 3800 Fuß. Sind hier. Jetzt drehen wir gleich nach rechts. Unsere Wetterinformation zu Ulbia. Wir haben 28 Grad Celsius, 1015 Hektopascal Druck. Anscheinend strahlenden Sonnenschein. Das passt gerade ganz gut. Wir müssen die Geschwindigkeit auf 210 Knoten reduzieren. Via Traffic Information, Lufthansa Vorteilcode turning right on locator runway 05. So, dann können wir langsam da nochmal Schub rausnehmen. Mit 20 nautische Meilen bis zum Airfield. Da waren es schon in Sicht. So what? Wir können Navstars umschalten schon. Nav wieder an. Fahren den Approach-Modus rein. Olbia Traffic Information, Lufthansa 4 Tango on ILS, on V05, 16 miles to go.
ein wenig holperig hier, werte, werte Passagiere. Seitenwind von hinten rechts aktuell. Der Wind wird noch drehen auf 90. Auch ein schöner Anflug hier über die Insel. So, jetzt haben wir gleich so gleich auf dem Glide Slope. So. Ist das holperig hier, hä? So, den Glide Slope hat er. Jetzt drückt er noch ganz schön runter, Alter. Noch 9 nautische Meilen bis zum Field. Der Wind hier. Ja, ich glaube, es gibt eine Unwetterwarnung für Saarbrücken. Mein Pager geht. Ja, das ist noch viel zu. 7 nautische Meilen. Liegen wunderbar auf dem Gleitpfad. OBR Traffic Information, Lufthansa for Tango und Final for Runway 05. So, noch 5,5, da geht mal das Fahrwerk raus. Klappen voll. Und dann Performance set, all set. Ja, der drückt jetzt eh gleich die Nase nochmal runter. Sind wir nämlich ein bisschen zu hoch. Alter, was haben wir hier für einen Wind? So gar nicht. So gar nicht geplant. So. So was liebe ich. Light slope. 40. Light slope. 30.
20. Ja, war nicht so schön die Landung. War windbedingt leider ein wenig. Blöd. Aber nicht so schlimm. Sie ist unten. Passagiere kotzen. Da müssen wir durch. Via Traffic Information, Lufthansa Vortango, cleared the runway, Via Bravo. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop. Ein Complete Stop gibt's jetzt auch. Wir fahren die Klappen hoch, Landelichter aus, Strom auf. APU Start, dann können wir eigentlich schon Anti-Eis ausmachen und so an. Let's taxi to parking. Hier ist außer uns keiner. Auch bitte aus. So, wir stellen uns auf die gerade auf die 105. Set. So, dann Taxi Lights off, Nav Lights off, DC Services off, Shutdown Triebwerk 2, Shutdown Triebwerk 1.
Falcon. Ein aus. Aircraft. Chucks. Door. Ladies and gentlemen, the door is open. Please make your way to the exit and please make sure you have all your personal items and carry on luggage. Jetway fährt ran. Und an der Stelle darf ich mich aus dem Stream hier verabschieden. Danke mich fürs Zusehen von bei unserem Flug von München nach Olbia auf Sardinien. Bis zum nächsten Mal. So, tschüss.